Willkommen zurück zu God of War, Ghost of Sparta. Wir sind hier in den Bergen von Anomalie. Nee, keine Ahnung. Auf dem Weg nach Sparta. In der Hoffnung, irgendwo Daimos zu finden. Die Kluft des Todes. Hier ist alles des Todes. Stirbt man wegen allem. Kann man wegen allem sterben. Hier fühle ich mich richtig wohl. Passt wie zu Hause. Noch ein Bogenschütze. Und noch mehr Bogenschützen. Reicht, ne? Ich wollte jetzt hier eigentlich nur die Tür öffnen. Tür. Ruhe. Dann kann ich mich unten um die Eishabchen hier kümmern. Und wahrscheinlich gleich auch nochmal ein Nachschwung kommt. Nachschub. Nachtisch. Nein. Och, die können vereisen. Also ähnlich wie Medusen mit ihrem Versteinern. Und mit vereisen. Okay. Das ist ja anders scheiße. Nein. Okay. Ich habe da die Truhe gesehen. Ich wollte die haben. Eins Phönixfeder. Nämlich. Mehr Eis habt ihr. Wir brauchen mehr. Ach, Scheiße. Zumindest nicht mit Eishabchen zusammen hier. Okay. Jo. Jo, er hat seine kleinen Kompanen mitgebracht. Wäre doch gar nicht nötig gewesen, wirklich nicht. So. Jetzt haben wir es. An sich gar nicht schwer. Theoretisch. Oh nein, was kommt jetzt? Aber nicht, dass sie mir die Kiste zerschießen können, ne? Aua. Ich schieb. Ups. Wieso hat mich das denn jetzt getroffen? Guten Tag. Brauche ich jetzt, um nach oben hochzukommen, ja? Was kann ich? Das war schon fast zu auffällig. Brauchen wir so ein komisches Rad, oder? Damit dies funktioniert, wird ein Automaton-Rad benötigt. Habe ich nicht. Wie ich das jetzt her? Ich brauche erst so einen Automaton-Typ, ja? Den ich auseinandernehme. Dann gehen wir doch mal hier rein. Guten Tag. Jo. Hey, du hast einen Arm weniger. Jo. Aufladen ist das Nervigste, in Anführungszeichen, bei den ganzen Dingern. Aber vielleicht wird es besser, wenn ich dann gleich Terra-Fluch aufwerte. Upgrade. Gib das Zahnrad, hey, ich brauch das!
weiß man nur nicht. Aber gib mal her! So, Automaton ran. Okay, lass mal schauen. Der Feuerschaden, schnellere Regeneration, verbesserte sengender Kern. So, mach mal. Reicht zwar nicht ganz, aber wir sind auf dem besten Wege. So. Das ist eh nicht optional, was wir machen. Das muss tatsächlich so sein, ja? Weil wir sonst hier gar nicht irgendwie weiterkommen. Okay. Ich mache jetzt hier irgendwie was Optionales. Ich mache versehentlich das, was ich machen soll. Kannst du da nicht rum? Stimmt mit dir nicht. Woher konntest du das auch? Hä? Ach, jetzt. Hat wahrscheinlich den Punkt noch nicht so wirklich erwischt oder so. Ich weiß auch nicht. Ja, da komme ich so nicht durch. Hey. Das brauche ich alles nicht. Das brauche ich. Noch einen gewonnenen Oki. Ich würde sagen, ich habe mehr Leben. Strömung durchschwimmen. Der Schwimmsprint überwindet starke Strömung. R1 gedrückt halten. Ah, okay. Warte. Okay. Ich hab's kaputt gemacht. Ich war es ganz alleine. Leben ja noch. Die lebten noch. Oh, hi. Nee, ich mich einfällt. Nee, ist nicht. Aber ein lieber Grillhähnchen aus euch. Oh, shit. Nein. Da ist noch eins. Gibt's ja nicht. Blitzdings. Nein. Ja. Das bisschen Mana, was ich jetzt verbraucht habe, gleich wieder auffüllen. So, dann können wir das verbessern. Nächste Aufwertung wäre bei 11.200. 11.500. Okay. Na, mal schauen, wohin es uns jetzt hier so bringt. Links lang, rechts lang. Ich gehe mal rechts lang. Da haben wir nämlich auch eine tolle Kiste. Bei einer tollen Kiste sei natürlich nicht nein. Dann erreichen wir vielleicht bald Sparta, würde ich sagen, oder? Aronia-Pass. Jo, da bin ich. Da hinten ist die Olle. Die, die den Kameraden getötet hat. Erinnys, die Tochter des Thanatos, des Totengottes.
Schmerz in Gestalt. Das Böse als Lebensform. Geist Spartas, der Göttermörder. Mein Bruder gehört Thanatos. Ebenso wie dein Blut. Du kannst mich nicht aufhalten. Nichts kann das. Genau, ich spiele nämlich auf einfach. Also, auf sterblichen Modus. Weil ich bin ja auch sterblich. Götter sind auch sterblich. Wie wir erfahren haben. Was geht? Okay. Was tut es? Warum tut es? Die Plattformen sehen ja so aus, als würden die auseinanderfallen. Oder einer von runterfallen oder so. Abwarten. Aber Augen offen halten, was sowas angeht. Ich hab sie mit ihrer eigenen Waffe getroffen. Ja, ist gut. Einfach mal mit dem Magie treffen. Okay. Sollte schon gewesen sein. Ein Flügel weniger. Hier bitte sehr früh auch die Musik einfügen. Hier Kugel, kommt der andere von der Seite. Irgendwas ist ja immer, ne? Wieso? Einfach mal von selbst einfach auf die Knie gehen? Okay. Das ist ja nicht mehr das Ding, ne? Okay. Verwandelt sich einfach in einen Vogel. Au. Komm, zieh. Okay. Geht besser. Nochmal. Oje. Schon gesagt, oje. Nein. Ich bin tot. War zu langsam. Hep und dann greifen an. Gleich weiter hinterher. Hoch hinaus. Wow. Okay, schneller fallen mit X. Komm schon. So hoch sind wir doch gar nicht geflogen. Wieso erreiche ich dich nicht? Na komm. Hab dich gefasst. Jetzt. Und jetzt angreifen. Ja, Teras Fluch. Ich hab's auch gerade gemerkt. Wollte schon gerade benutzen, weißt du? Viel besser. Macht nämlich Schaden jetzt. Auf sie! Auf das Ding! Okay.
hat sich ausgepiept. Hey. So. Das war fürs Zurückstoßen. Du hast doch schon keine Arme mehr. Kennst das? Keine Arme, keine Kekse. Meine Kekse. Was ist das? Irinis Geißel. Dieses Artefakt entfesselt eine Macht, die weder Sterblicher noch Gott einsetzen soll. Okay. Nach links benutzen. Ah, okay. An sich ganz cool. Und halt so Auto-Aim auf den Gegner. Das braucht bestimmt halt auch eine ganze Kernmagie. Lass das mal. Alle aufeinander. Ich sehe nichts mehr. Ich bin eine leuchtende Kugel. Ach, hier sehen wir. Gut. Haben wir einen Minotaurenhorn. Und ein Joko noch. Läuft. Sind wir da? Sparta. Ja, doch auch. Ich bin's, euer Kriegsgott. Ja, pass auf, als würden die Tore vor ihm zugehen. Okay, kann ich die Zivilisten nicht töten. Okay. Es geht. Die Kekse? Spartanische Kekse? Glaube nicht. Ja, das ist ja nett, dass ihr mich grüßt. Ich grüße euch nicht. Ich sehe nämlich keine Kekse. Und eine Kiste. Nehme ich. Das ist so friedlich hier. Alles Schlimmes. Ja, hallo. Das Freudenhaus. Ja, da gehen wir doch mal rein, ne? Guten Tag. Was ist mit mir? Aufs Bett geschmissen. Oh ja, die machen jetzt mit. Oh, toll. Wie hält er das nur durch? Was? Er ist göttlich. Nein, ich war zu langsam. Nein. Du willst Spartaner sein? Aber das müssen wir nochmal machen, ne? Einfach aus Prinzip. Wir haben es wohl übertrieben. Kann ich nochmal? Hier entlang. Ich kann nochmal. Was ist mit mir? Gibt ja bestimmt wieder rote Orbsies. Deswegen. Einfach mal machen. Oh mein Gott. Ich sollte vielleicht helfen. Ich sollte vielleicht helfen. Schön. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann da hinschauen. Das arme Bett. Also so langsam habe ich so meine Bedenken, was eigentlich die roten Bobbles so sind. Na gut. So, nö. Das ist eine Kiste. Nehmen wir doch die Kiste. Ja, wenn schon, denn schon.
Jo. Na, hier die Treppe hoch. Na, Kinders. Hier vielleicht sind es auch keine Kinder. Du kriegst mich nicht. Komm zurück, du Feigling. Schatten der Vergangenheit. Besiegen Sie Deimos. Speer benutzen und treten. Okay. Ey. Nein, Bruder. Du kämpfst wie eine alte Frau. Kämpfst wie eine Kuh. Ist das etwa alles? Selbst dem Toten. Ist das etwa alles? Ist das etwa alles? Wir haben alle dieselben Sprüche, oder was? Das war ein Scheiß. Wann ist er denn jetzt besiegt? Doch, Bruder, schwör. Ich hab das stärkere Schild. Ist das etwa alles? Ach, schaut in die Fresse. Wo gehst du mit deinem Bruder um? Jo, klar. Das ist der Kratos, der darf das. Er hat immer noch nicht genug. Aua. Das ist ein Scheiß. Ein Spartaner lässt sich niemals aufs Kreuz legen. Selbst dem Tod tritt ein Spartaner stolz entgegen. Du bist doch ein Spartaner, oder etwa nicht? Ja, Kratos. Nach dem großen Krieg gegen die Titanen weissagte das Orakel den Niedergang der olympischen Götter und die Zerstörung des Olymps. Es sagte, dass dies nicht durch die Hand der Titanen geschehen würde, die von Rache erfüllt waren, sondern durch die Hand eines Sterblichen, eines gezeichneten Kriegers. Wer über diesen gezeichneten Krieger bestimmte, bestimmte das Schicksal des Olymps. Vergib mir. Deimos! Kratos? Deimos! Wo seid ihr? Kommt heim, meine Söhne! Ich habe mich schon immer gefragt, wie die Narbe an seinem Auge zustande kam, aber das macht jetzt natürlich halt auch Sinn. Deimos, ich werde dich finden. Okay, aber vor nächster Folge finden wir ihn, glaube ich, nicht. Ich hoffe, dass wir jetzt hier irgendwo einen Speicherpunkt kriegen. Hier entlang, Herr. Ich gehe ja schon. Kann halt nur nicht schneller gehen. Weil ich muss jetzt hier episch durch Sparta hindurchgehen. Da ist ein Speicherpunkt, wie passend. So, dann mache ich jetzt hier ein kleines Päuschen.
Und sehen wir uns in der nächsten Folge von God of War, Ghost of Sparta dann wieder. Bis dahin, viel Spaß und auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.